Das Ganze muss fein zermahlen werden. Paul, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Nur zu. Paul greift gerne älteren Damen unter die Arme. Erst neulich hatte einer aus dem Seniorenheim über den Zebrastreifen geholfen. Er weiß eben, was sich gehört. Ist offen. Guten Tag, wir sind von der... Ich weiß, von der Kripo. Ich bin Leonie. Ah, dann sind Sie die Mitbewohnerin. Wir suchen Katrin. Hängt mit dem größten Chemiker aller Zeiten rum. Sie soll Stress mit Vogler gehabt haben, stimmt das? Klar. Und wie? Hier hat sie gehockt und geflennt. Wieso, was hat er denn gegen Sie? Weiß nicht. Vielleicht hat ihm nicht gepasst, dass sie mit diesem Spinner zusammen ist. Aber der Typ ist echt ätzend. Keine Ahnung, was sie an dem findet. Ist doch egal. Wie lange kennen Sie sich schon? 2 Jahre. Die hat 3-mal die Schule geschmissen, bevor sie herkam. Katrin legt sich mit jedem an. Die macht doch schon einen Hungerstreik, wenn sie nur eine ungerechte Note kriegt. Wow. Du hast aber einen schönen Laden. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das ist maler Spätkauf. So ein Laden kann aber auch sexy sein. Genau wie sein Besitzer. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Darf ich? Da, nimm. Kriege ich auch so eine Papiertüte? Sorry, aber ich muss jetzt echt den Laden wieder aufmachen. Der sieht aber gut aus. Wieso verkleidest du dich? Ich bin allein. Irgendwann sind sie einfach nicht mehr wiedergekommen. Wieso denn? Weil ich krank geworden bin. Hast du morgen wieder Zeit? Dann könnten wir uns treffen. Ja, klar. Ab 11:30. Toll. Ich warte dann unten, okay? Ja. Rauchen ist auch im Schulhof verboten. Und Mädchen hinterher spielen, ist nicht verboten. Wiederholen. Meine Nummer hast du?